Jo, herzlich willkommen zurück, mein Lieben, zu Warcraft 3, Reign of Chaos. Und ich muss euch ganz kurz noch was Dringendes sagen. Ich habe zwar am Freitag aufgenommen gehabt, habe aber gestern, also sprich am Samstag, also ich hatte vorgehabt aufzunehmen, aber ja, ich hatte doch irgendwie keinen Bock aufs Aufnehmen und deswegen verschiebt sich das Ganze natürlich, weil ich habe jetzt nämlich gedacht, dass ich heute am Sonntag den Reign of Chaos Teil komplett zu Ende let's play, aber daraus wird leider nichts. Also ich kann euch zumindest sagen, dass ich dann irgendwann nächste Woche zumindest den Reign of Chaos Teil dann zu Ende let's play, weil jetzt am Montag der 30.06. ist halt mein letzter Schultag und dann sind schon Ferien bei mir. Also ich habe knapp 10 Wochen Ferien. Bloß wie gesagt, ich werde trotzdem, auch wenn ich Sommerferien habe, werde ich nicht so intensiv aufnehmen. Also wenn ich aufnehme, dann nur, wenn ich richtig Bock und Motivation habe. Man sollte ja beides haben, sonst macht das Let's Play ja keinen Spaß, ne? Deswegen, also ich wollte euch nur Bescheid geben, ne? Und jetzt geht's weiter. Bei Aufstand der Druiden. Oh yeah. Geil. Ach ja, stimmt ja. Wir haben ja im letzten Level haben wir ja den Druiden Furion Stonewedge erweckt. Genau. Schönes Wasser. 1000 Jahre sind vergangen, seit ich euch zuletzt sah, Tyrande. Wow. Ich dachte jede Sekunde an euch, während ich durch den smaragdgrünen Traum streifte. Unser Wiedersehen erfüllt mein Herz mit Freude, Furion. Doch ich hätte euch nicht geweckt, wenn es nicht dringend wäre. Ja, verständlich. Im Traum spürte ich, wie unser Land verdarb, als wäre es mein eigenes Fleisch. Es war richtig, mich zu wecken. Richtig gespürt. Die brennende Legion ist zurückgekehrt, Furion. Cenarius ist tot und Fremde ziehen ungehindert durch unsere heiligsten Täler. Wie in der Prophezeiung. Zweifellos wird Archimond zum Gipfel des Hyjal vordringen und den Weltbaum angreifen. Gelingt es ihm, die Energie des Baumes abzusaugen, ist es das Ende dieser Welt. Und das müssen wir verhindern. Ich hatte nur einen Gedanken. Euch und die anderen Droiden zu wecken. Die Klauen-Droiden befinden sich in den Grabhügeln am Ende dieses Tales. Wenn wir sie erreichen, können wir Archimond und seine Dämonen vielleicht aufhalten. Klingt nach einem Plan. Das war's, Jungs. Wir haben sie vertrieben. Formieren wir uns im Stützpunkt neu und behandeln wir die Verwundeten. Die Fremden kämpfen also auch gegen die Untoten. Sie könnten wertvolle Verbündete gegen Archimond und seine Brut sein. Es sind Bastarde, nichts weiter. Oh. Sie tragen die Schuld an Cenarius Tod. Ihr stirbt auch wieder. Als an ihrer Seite zu kämpfen. Ich verstehe, Tyrande. Vielleicht habt ihr recht, Liebste. Wir werden unsere neue Siedlung hier gründen. Sorgt dafür, dass die Wachen auf dem Posten sind. Ich bezweifle, dass die Fremden oder die Untoten sich schon geschlagen geben. Na gut. Ja. Die Grabhügel erreichen. Gut. Die hier sind. Also ist ein schöner Weg bis dahin. Also ich melde mich gleich wieder zurück, ne? Bis gleich. So, hier melde ich mich wieder zurück und Was bedroht diese Länder? wir haben jetzt einen zweiten Helden, nämlich Furion. Und der hat schon, ah ja, das Horn von Cenarius. Diesem uralten Relikt der Nachtelfen wird nachgesagt, dass es die Macht habe, die Geister aller Nachtelfen anzurufen. Es erhöht die Trefferpunkte seines Besitzers um 200 und verleiht ihm eine zusätzliche Trefferpunktregeneration von 2 Trefferpunkten pro Sekunde. Okay, was kannst du denn sonst noch, Furion? Wucherwurzeln. Wurzeln schießen aus dem Boden heraus, verletzen eine feindliche Einheit um 15 Punkte pro Sekunde.
entwaffnen sie und machen sie 12 Sekunden lang unbeweglich, okay? Naturgewalt. Wandelt ein großes Gebiet mit Bäumen in Treants haben 300 Trefferpunkte und verursachen 15 bis 17 Punkte Schaden. Kann Naturverbundenheit erlernen. Hält 60 Sekunden lang. Und die Dornenaura. Eine Aura, die in der Nähe befindlichen befreundeten Einheiten einen Schadensschild verleiht, der 10% des durch eine feindliche Einheit verursachten Nahkampf-Angriffsschadens auf diese zurückwirft. Okay. Ja, also ich habe hier mit Furion und mit Tyranne versucht, hier ein bisschen aufzudecken, aber hier gibt es eigentlich nichts zum Aufdecken. Okay, vielleicht da nochmal. Die Göttin ruft. Moment. Jemand bedroht die Wildnis. Vielleicht hier hinten noch ein bisschen. Ja, und dann habe ich die zwei Urturmbeschützer, die wir am Anfang hier auch schon hatten, habe ich einen hier oben beim Altar hingepackt und einen hier vorne zur Verteidigung. So, dann könnte ich die eigentlich schon mal ein bisschen aufpatchen. Ich folge der Stimme von Elu. Forschung abgeschlossen. Nee, hier ist auch nichts. So sei es. Forschung abgeschlossen. Na gut. Forschung abgeschlossen. Nee, ich gehe jetzt mal mit meiner Forschung abgeschlossen. Mit meinen Kriegseinheiten nach vorne. Zur Goldmine. Aber ist leider auch nicht so viel drin. Nur 2000. Ist nicht viel. Jo. Zeig den Weg. Forschung abgeschlossen. Gut. Dieses Land und ich sind eins. Forschung abgeschlossen. Ihr seid am Zug. Gut, dann verteile ich die erstmal. Forschung abgeschlossen. Ja, Forschung abgeschlossen. Die Bäume sind leider nicht so schnell. Da müssen wir halt uns jetzt ein bisschen gedulden. Ja, und unsere Gebäude können auch angreifen, wie man hier sieht. Aber nur, wenn die nicht im Boden verwurzelt sind. Also wenn die halt noch gehen können. Dann können die halt auch noch angreifen. Jupp, jupp, jupp. Ein Baum essen. Ein Baum verzehren, um 10 Sekunden lang 200 Trefferpunkte wiederherzustellen. Auch egal. Oh, toll, das sind Kisten. Ich folge der Stimme von Elun. Sehr gut. So sei es. Für Kalendor. Aber es garantiert nichts drin. Wie die Göttin. Mensch. Das war der Ork, ne? Ja. Der rote sind Orks und der violette Untot. Ach, wie geil. Okay. Erstmal die Einheiten bis Stufe 2 können wir auftunen. Gut, gut, gut. So, und ich auch noch. Gut. Drei Irrlichte können schon mal Gold holen. Oder vier. Das habe ich ja alles schon. Da baue ich erstmal ein paar Mondbrunnen. Ich bin bereit. Genau. Göttin, erleuchte meinen auf euer Zeichen. Euer Gebäude ist fertig. Kein Wort mehr. Ja, ich glaube, er kommt öfters mit Flugeinheiten, der Gegner. Ich habe Rache geschworen. Aber kann er ruhig, kann er ruhig. Ja, dann habe ich ja eigentlich schon fast alles. Hallo. Mit Vergnügen. Euer Gebäude ist fertig. Dann baue ich gleich noch ein paar Uhrturmbeschützer. Und dann, ja, kann ich eigentlich schon loslegen mit dem Angriff. Euer Gebäude ist fertig. So, ich brauche schon mal ein paar Bogenschützen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Und ein paar Dryaden. Euer Gebäude ist fertig. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Die weite, weite Welt. Die weite, weite Welt. Die weite, weite Welt. Die weite, weite Welt. Euer Gebäude ist fertig. So, dann noch ein paar Urturmbeschützer hier. Unsere Ressourcen schwinden rapide. Wir müssen eine andere Goldmine finden und unsere Streitkräfte konzentrieren. Nur so können wir die Grabhügel erreichen. Gebäude ist fertig. Ja. Oh, okay, wir haben zwei Nebenaufgaben. Gut. Euer Gebäude ist fertig. Aber erst gleich.
Euer Gebäude ist fertig. Ich möchte hier erstmal alles schön aufbauen. Euer Gebäude ist fertig. So. Euer Gebäude ist fertig. Werden wir erobert? Die Göttin ruft. Anudora. Ich folge der Stimme von Elun. Euer Gebäude ist fertig. Es soll geschehen. Gut. Ah, Trolle. Wie könnt ihr es wagen? Die Göttin ruft. So sei es. Sehr gut. Enduliesa. Hohe Priester. Eisenholzzweig. Wie die Göttin wünscht. Ah ja. Anudora. Bei Elun. So sei es. Ja, nur Furion kann ja was aufnehmen. Was bedroht diese Länder? Was kann der denn? Erhöht die Kraft eines Helden um ein. Ah ja, okay. Ashrasorama. Heiltrank. Ashterudanador. Anudora. Aber ich glaube... Ja doch. Wartet. Ich kenne diese Firbolgs. Sie entkamen aus Ashenvale, als die Ausbreitung der Verderbnis begann. Vielleicht sind sie der Verderbnis doch nicht entronnen. Ja. Im Namen von Cenarius. Ich habe die Kreaturen noch nie so aggressiv gesehen. Dann werde ich ihrem Fluch ein Ende machen. Andu Falador. Ha, toll. Bei Elun. Okay. Den Furblock Kriegsherrn töten. Vor euch liegt Gefahr, Priesterin. Ihr müsst auf der Hut sein. Ich habe keine Furcht. Jemand bedroht die Wildnis. Danke für die Warnung. Für Kalendor. Wie die Göttin wünscht. Angriff. Im Namen von Cenarius. Anudora. Okay. Dann wollen wir erstmal den Menschen killen. Der hat natürlich Gottesschild wieder aktiviert. Super. Im Namen von Cenarius. Enduliesa. Level up. Zum Angriff. Kofala Nordoha. Zum Angriff. Gut. Das war der Mensch. Kofala Nordoha. Die haben ja alle so wenig Gold. Die Göttin ruft. Das lohnt sich ja gar nicht richtig. Für Kalendor. Aber es ist geil, ich nehme trotzdem erstmal die. Seid vorsichtig, Priesterin. In diesen Wäldern wimmelt es von Toten. Was ist der Ruf der Natur? Jemand bedroht die Wildnis. Werden wir erobert? Also eine Triade kann ich ja noch. Was ist der Ruf der Natur? Mitnehmen. Für die Bäume. Die anderen platziere ich dann hier wieder hin. Euer Gebäude ist fertig. Gut. Euer Gebäude ist fertig. Die Göttin ruft. So sei es. Oh Gott, wie sieht es hier denn aus, ey? Wie die Göttin wünscht. Oh mein Gott. Im Namen von Cenarius. Unsere Krieger greifen den Feind an. Geister und Giftbäume. Nee, nee, nee. Bei Elun. Und Skelette, natürlich. Die dürfen ja nicht fehlen. Unverzüglich. So sei es. Erstmal hier alles erkunden. Und Wölfe. Jawohl. Anudora. Super. So sei es. Hier ist alles dabei. Wie die unsere Krieger greifen den Feind an. Natürlich, Skelette. Mal wieder. Bei Elun. So sei es. Was es hier alles so gibt, ey. Anudora. Wie die Göttin wünscht. Ja, der Wald ist ganz schön groß. Ja, unsere doch. Im Namen von Cenarius. Muss ich sagen. Enduliesa. So sei es. Im Namen von Cenarius. Skelett und Nerbst. Bei Elun. Oh. Enduliesa.
Fenster. Todesgeist. Für Kalendor. Wie die Göttin wünscht. Und jetzt. Oh, verfluchtes Wald. Verfluchtes Tal. Ja. Bei Elu. Hoffentlich wird das Land wieder genesen und diese Pest vergessen. Ja, sieht gut wir aus. Wir sollten aufbrechen. Die Grabhügel liegen direkt vor uns in diesem Tal. Yes. Gut. Dann haben wir zumindest den Wald jetzt gereinigt. Das ist auch gut. Unverzüglich. Oh Gott. Nein, die Verderbnis hat den Außenposten verzehrt. Die Treants sind wahnsinnig geworden. Dieses grausame Los haben sie nicht verdient. Keinen Schritt weiter, Schwächling. Lord Tichondrius hat uns befohlen, jeden zu töten, der hier einzudringen versucht. Und das werden wir. Du kannst es ja mal versuchen. Jammerlappen. Mich schmerzt, dass ihr einst Nachtelfen genannt wurdet. Richtig so, Furion. Ich folge der Stimme von Elu. Den verderbten Nachtelfenstützpunkt zerstören. Bei Elu. Okay. Dann wollen wir dies auch mal tun. Im Namen von Cenarius. Unverzüglich. Bei Elun. Unser heiliger Heiliger. Wow. Verderbter Urturmbeschützer. Bam, denn. Unverzüglich. Wie die Göttin wünscht. Satyro? Omnischech. Bei Elun. Unser heiliger Hain wird entweiht. Anudora. Oh ja. Jetzt kommt der. Für Kalendor. Im Namen von Cenarius. Das war ein großer Satyr. Für Kalendor. Unser heiliger Hain wird entweiht. Werden wir erobert? Das unsere gibt es Krieger nicht. Greifen den Feind an. Ich folge der Stimme von Elu. Jawohl. Wie die Göttin. Aber ich will wünscht. Noch ganz schnell die eine Nebenaufgabe mit dem Vorblock noch erledigen. Dann ist er hier wahrscheinlich irgendwo. Wie die Göttin wünscht. Weil hier geht's schon zu den Druiden. Das mache ich noch ganz schnell. Unverzüglich. War hier noch was? Ja. Im Namen von Cenarius. Für Kalendor. Habe ich doch gerade richtig geguckt. Hier. So sei es. Erstmal hier lang. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Aber ich glaube, dann kann ich auch von hier dann. Oder? Ja, oder ich muss den gleichen Weg auch wieder zurück dann. Ja, tut mir leid, aber das wusste ich jetzt vorher nicht. Ja, dann werde ich das aber dann kurz offscreen machen, dann. Bis sie dann hier angelangt sind dann. Falls es jetzt von der Seite nicht mehr gehen sollte. Dass sie halt von der linken Seite aus marschieren können. Oh, hallo. So sei es. Greifenreiter. Ja. Bei Elun. Sag bloß, er hat noch einen Stützpunkt. Ja, jetzt kommt er auch noch mit Frostwürms. Wie die Göttin wünscht. Und nicht schlecht. So sei es. Ah ja. Ich komme langsam näher. Anudora. Für Kalendor. Ah ja, das ist noch. Also, so sei es. Auch wenn es nur ein Mana-Trank ist. Unverzüglich. Enduliressa. Anudora. So, noch ein paar Kisten. Enduliressa. Jawohl. Unsere Goldmine ist im Namen von Cenarius. Ah ja, und da ist der Kriegsherr. Wow, 1400 Leben. Auch nicht schlecht. So,
Diesmal mache ich das aber so, sonst kriege ich immer weniger Irrwiche. Und das möchte ich ja nicht. So, das dauert so oder so noch ein bisschen. Jemand bedroht die Wildnis. Für Kalendor. Jawohl. Clown des Angriffs plus 6. Ihr habt euch verändert, Tyrande. Barmherzigkeit scheint euch fremd geworden zu sein. Vor langer Zeit habe ich geschworen, dieses Land zu beschützen, Furion. Ich kam nie in den Vorzug, dass ich Zeiten großer Gefahr einfach verschlafen konnte. Wenn eure endlose Wache euch wahrlich so hartherzig gemacht hat, muss auch das zum Plan der Göttin gehören. Endulirissa. Jawohl. Ja, die zwei Nebenaufgaben sind erledigt. Bei Elun. Okay. Unverzüglich. Hier waren jetzt überall Berge, ne? Ja, ne, dann müssen die so wieder kommen. Ja. Greift euch ruhig gegenseitig an. Soll mir reich sein. Was ist der Ruf der Natur? Gut. Durchwucherte Goldmine. Euer Gebäude ist fertig. Gut. Werden wir erobert? Sprecht frei heraus. So. Ja, dann ist ja alles so, wie es sein soll. Okay, jetzt brauche ich das auch nicht mehr ausmachen, ey. Die sind ja jetzt so gut wie da. Bei Elun. Jawohl. Ja, bloß wie gesagt, ich werde gucken. Also, ich habe ja... Ab Dienstag ist ja mein erster Ferientag. Da gucke ich mal, ob ich vielleicht am Dienstag oder am Mittwoch dann wieder aufnehme, ne? Wie die Göttin wünscht. Da ich ja jetzt Ferien habe, kann, oder so gut wie Ferien habe... So sei es. Wird das schon eine angenehme Sache dann. Unverzüglich. Jawohl. Kommt herfür, klauen Droiden. Sollen die Sturmkrähen abermals mit den Winden des Krieges fliegen. Schön gesprochen, Furion. Und er pustet wieder in Zorn. Ishnu Allah, meine Brüder. Kalimdor benötigt wieder einmal eure Kräfte, denn die Stunde des Untergangs ist nah. Wir folgen euren Befehlen, Shando Stormrage. Jetzt müssen wir hinab in die Erde und die wilden Krallendroiden aus ihrem Schlummer erwecken. Ja. Dann wollen wir dies auch tun. Im nächsten Part.